Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir ganz schnell ein kleines Spiel aus, vielleicht ein kleines großes Spiel sogar, man weiß es nicht. Und zwar Loop 8 Summer of Gods. Das habe ich mir zu meinem Geburtstag vorbestellt. Das Spiel habe ich am 7. Juni jetzt erhalten, ist am 6. Juni erschienen. Und das ist ein Spiel, da habe ich mich sehr drauf gefreut, wenn ich damals einen Trailer gesehen habe. Aber ich habe eigentlich keine Ahnung, um was es da geht. Ich habe eigentlich gedacht, man spielt einen Jungen, es sind Sommerferien, spielt im alten Japan, habe ich gedacht. Aber anscheinend, so wie ich jetzt gehört habe, ist das was ganz anderes. Aber ich finde es trotzdem interessant. Es ist so ein Anime-Spiel. Genre kann ich noch nicht einordnen. Und so vom Text her, wie gesagt, ist das ganz anderes. Hier steht, nach einem verheerenden Angriff auf dein Zuhause überlebst du das und flüchtest in die idyllische japanische Stadt Ashihara. Während sich deine Gegner neu finden, knüpfst du wertvolle Bindungen und perfektionierst deine Kampftechniken. Du bist die letzte Hoffnung der Menschheit. Ich habe keine Ahnung, wer da dein Feind ist, was für ein Kampfsystem das Spiel hat. Weil ich dachte so, das ist so ein Spiel, so ein Cypher-Fly-Spiel, habe ich gedacht, wo du halt einen Jungen spielst, der Sommerferien hat. Aber anscheinend ist was ganz anderes. Aber trotzdem interessant und ich freue mich trotzdem auf das Spiel. Das Spiel geht so, ein Spiel in den TV-Modus, Dockungs- und Held-Modus, kommt von Marvelous und diesmal hat sogar deutsche Bildschirmtexte. Deutsche Bildschirmtexte bietet das Spiel englische, spanische, japanische und französische. Falls ihr das Spiel schon gespielt habt, gerne mal eure Meinung reinschreiben. Was für ein Spiel ist das eigentlich jetzt vom Genre her? Weil der Trailer ist so nichtssagend, jetzt auch der neueste, wie ich finde. Aber falls euch das Spiel interessieren soll, Launch-Trailer finde ich euch unten in der Videobeschreibung. Dann der Release ist auch ein bisschen komisch. Es gibt es physisch nur für die Nintendo Switch bei uns in Europa. Es gibt aber auch eine PlayStation 4-Fassung, die wiederum nur digital vertrieben wird. Ja, aber ich bin gespannt. Ich hoffe, das Spiel wird trotzdem Erfolg, wenn es sehr gut ist. Weil ich finde es interessant, wie gesagt. Und wenn ihr das Spiel gespielt habt, schreibt mir gerne eure Meinung. Mein kleines Unboxing zu Loop 8 Summer of Gods. Gerne eure Meinung zu diesem Spiel. Ich bin gespannt, weil das wird so ein Spiel, das ich nächstes Mal in meinen Urlaub spielen werde. Und wie gesagt, es wäre natürlich cool gewesen, wenn es so was wäre, was ich mir erhofft habe. So ein Spiel, Cypher Life, du machst normale Aufgaben, so, die das Leben beherrscht, vielleicht eine Liebe suchen, Abenteuer erleben, wandern und sowas in dem Spiel. So ein Cypher Life Anime-Spiel zum Spielen. Auch wenn es jetzt was anderes ist. Ich bin trotzdem gespannt, was es ist. Ich bedanke mich auch in Zeit und Kommentar, like, würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis bald, euer Gavatrons. Ciao.